Hallihallo und willkommen zur vierten Episode des FIFA 15, 16, yay, Karrieremodus mit SC Freiburg, mit dem SC Freiburg. Wir haben die Saisonstart hinter uns, 3 Spiele, 2 Siege, 1 Niederlage. Und ja, diese kleine Serie von 2 Siegen in Folgen wollten wir heute natürlich weiterführen. Und das Ganze sollte bei Kaiserslautern stattfinden. Wir hatten die erste Chance der Partie durch Gaudino, der den Ball hier bekommt, aber im letzten Moment wird der Ball abgefälscht und geht ein Stück vorbei. Aber wir haben eine Ecke und wir wissen, in der letzten Episode Doppelpack von Kempf und auch da ist wieder Kempf! Und der Schiedsrichter sagt, dieser Ball war nicht drin, ansonsten wäre es das dritte Tor von Kempf in Folge gewesen. Auch nicht so übel. Wir sind schon in der zweiten Halbzeit jetzt. Lautern hatte eine einzige, Chance. Der Ball ist 3 Millionen Meter weit übers Tor geflogen. Auch dieser Kopfball geht ein gutes Stück vorbei und dann waren wir wieder an der Reihe und wir hatten eine dicke Chance hier. Schuster setzt sich durch und ganz hinten Moses Simon und der macht's dann zu umständlich und scheitert am letzten Verteidiger. Nächste Gelegenheit, diesmal aber besser gespielt. Super, Simon auf Franz und dann kommt der Ball in die Mitte und da hinten wäre zwar einer frei gewesen. Aber es liegt auch der Herr Franz, glaube ich, ist es am Ende am Boden. Wir gucken uns die Szene nochmal an und sehen, er spielt den Ball und ja, ob das ein Elfmeter ist, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mir soll es egal sein. Schuster tritt an, Schuster trifft 1:0 und wir sind auf dem Weg, den nächsten Sieg einzufahren. Auch dann musste jetzt natürlich was nach vorne tun. Nächste Flanke. Löwe wird abgeblockt und plötzlich läuft der Konter über den eingewechselten Lorenzen auf Moses Simon. Und Moses Simon hat die Chance, diese Partie hier zu entscheiden. Er kann auf 2:0 stellen und scheitert an Alomerovic. So blieb die Partie weiter spannend. Nochmal Mats Müller, Deli, Lorenzen und wieder Alomerovic. Und ja, das war's dann. Wir gewinnen 1:0 durch einen Elfmetertreffer von Julian Schuster. Und Julian Schuster? Ich glaube schon, oder? Ja. Ja. Fahren damit den dritten Sieg in Folge ein. Also so langsam aber sicher kommen wir ein bisschen ins Rollen hier. Und das freut mich natürlich. Übrigens Zlatan hier mit dem Spieler des Spiels. Natürlich kann nur Zlatan das werden. Wir machen natürlich wieder auch ein bisschen Training so nebenbei. Czerny, Kempf, Gaudino, Moses, Simon und Griffo sind zurzeit die, die wir trainieren. Und dann waren wir schon am Ende der Transferperiode. Aber ich wollte noch vielleicht einen einzigen Spieler verpflichten, der auch oft genannt wurde, den wir schon letztes Jahr hatten. Und der Spieler heißt natürlich Andreas Pereira, der letztes Jahr bei uns so gut explodiert ist in der Wertung her am Ende. Und ja, diesmal ihn ein bisschen früher verpflichten und er passt natürlich auch ein bisschen besser in das Team jetzt rein. Zwar haben wir leider nicht unbedingt eine zentrale offensive Position, aber Andreas Pereira hat ja auch letztes Jahr bei uns rechtes Mittelfeld gespielt. Also ich denke mal, da jetzt die Transferphase zu Ende ist, dass wir doch ein ordentliches Team zusammenbekommen haben. Wir haben eine sehr, sehr solide Abwehr, alle über 70. Wir haben mit Gaudino und Schuster ein defensives Mittelfeld, was mir gefällt. Zurzeit Mats Müller-Deli, Griffo auf den Außen und Simon und Nils Petersen, der immer noch kein Tor gemacht hat, auf im Sturm. Als Backups haben wir unter anderem Lorenzen, Czerny. Wir haben aber auch genauso noch einen Lazzaro oder einen Andreas Pereira für die Offensiven. Und ich denke mal, damit sind wir doch wirklich relativ ordentlich aufgestellt für diese Zweitliga-Saison und sollten durchaus um den Aufstieg mitspielen. Und das muss natürlich auch unser Anspruch sein. Wir machen wieder Training. Diesmal hat sich Andreas Pereira reingeschlichen und auch Marian Saar. Gaudino steigt auf 70 an, was mich natürlich auch freut. Das heißt, der nächste Spieler, der die 70er erreicht. Und damit sind, glaube ich, in der Startelf jetzt zurzeit alle Spieler über 70, was natürlich auch eine sehr, sehr feine Sache ist. Es geht also in die nächste Partie zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, die ja auch am Anfang in der Auswahl standen zu unserer neuen Karriere. Also das erste Duell gegen eine andere Karrieremannschaft, die zumindest zur Auswahl stand. Und ja, wir sehen, wir haben die wenigsten Gegentore bisher der Liga 2, aber Düsseldorf hat die beste Offensive gegen beste Defensive.
Ich wollte natürlich trotzdem gewinnen, trotz unserer tollen Defensive. Und die erste Chance, Moses Simon, in der Mitte ist Petersen, aber der Pass ist einfach nur ganz, ganz, ganz schwach. Da war natürlich die Chance zum frühen 1 zu 0. Aber Simon, der Pass war nix. Dann aber eine Freistoßchance, 20 Meter, Griffo, und der Ball sitzt in den Pfosten, anderer Pfosten, rein, 1 zu 0. Griffo ist mit Abstand unser bester Freistoßschütze im Team und deswegen, wenn er auf dem Feld steht, dann macht er die Freistöße natürlich auch. Zweimal Pfosten und rein und schon wieder waren wir in Führung. Dann Petersen, der hier gelegt wird. Der Schiedsrichter sagt, da war alles fair, aber der Ball ist weiter im Spiel. Es ist wieder Griffo und er findet ganz hinten Moses Simon, der aber im letzten Moment auch nochmal abgelenkt wird, der Ball. Dann wieder Freistoß, wieder Griffo und Unnerstall mit einer klasse Parade. Das hätte schon das 2 zu 0 sein können, aber der Ball geht nicht rein. Wir sind schon in der zweiten Halbzeit und ich wollte unbedingt diesen zweiten Treffer. Gaudino wieder Unnerstall. Ich hatte ein bisschen Angst, dass Düsseldorf mit einer Flanke, die ich so schwer verteidigen kann, wieder ins Spiel kommt. Da ist so eine Flanke und der Ball war schon mal eng. Ja, dann haben wir eine Konterchance nach einer schlechten Ecke über Griffo, wird dieser Ball wieder eingeleitet. Und der sieht dann da ganz drüben Günther stehen und der nimmt den Ball klasse an und am langen Pfosten lauert Moses Simon und unser nigerianischer Neueinkauf scheint sich super, super bezahlt zu machen. Bisher 2,5 Millionen haben wir für ihn bezahlt und er macht seine Tore auf jeden Fall. Ich möchte festhalten, nach diesem Spieltag, ja, Franz noch mit der Chance, aber ja, Simon macht die Tore, Petersen immer noch ohne Tor. Jetzt aber vielleicht nochmal eingewechselt mittlerweile Lorenzen und wieder Unnerstall, also der mit Abstand beste Düsseldorfer auf dem Feld war Lars Unnerstall. Wir gewinnen 2 zu 0, Griffo und Moses Simon mit den Toren. Weiterhin Nils Petersen ohne einen einzigen Treffer. Wir kommen mittlerweile immer besser in Fahrt. Vierter Sieg in Folge. Und das hat natürlich auch wieder ein Training verdient. Also wer Karriere von euch spielt, Training ist wirklich das Wichtigste, was ihr so mitmachen könnt. Alle 7 Tage einfach mal Stopp drücken oder meistens nach jedem Spiel kann man trainieren am Wochenende. Also ja, ich kann euch nur empfehlen, das wirklich immer, immer zu machen, jede Woche. Und dadurch steigen eure Spieler wirklich sehr, sehr schön schnell und ordentlich an. Es geht in die letzte Episode, in die letzte Folge dieser Episode. Wir mussten nach Duisburg. Und wir hatten natürlich Selbstbewusstsein. 4 Siege in Folge, dazu einige starke Gegner besiegt, wie jetzt zuletzt Düsseldorf. Und jetzt kam Duisburg und die sind ja in echt auch nicht sonderlich gefährlich bisher. Erste Chance, da verpasst Obina in der Mitte schon mal sehr, sehr knapp. Wenn er da seinen Cruise oder Kopf reinbekommt, steht es wahrscheinlich 1 zu 0. Dann diese Aktion und Chani wird gelegt auf Außen und ich dachte, na gut, ja, Freistoß. Und dann kommt der Schiedsrichter und zeigt Kevin Wolze die rote Karte. 42. Minute. Bis zu diesem Zeitpunkt war Duisburg klar dominierend. Ich habe echt keinen Zugriff bekommen. Wir gucken uns diese Szene an. Ja, das Einzige, wieso man rot geben kann, ist die offene Sohle. Er zieht den Fuß hoch. Weiß ich nicht, ob es unbedingt glattrot ist, dunkelgelb, aber ja, ich nehme es natürlich. Czerny wird dann diesen Freistoß auch reinbringen und der wird durchaus gefährlich. In der Mitte ist Kempf und er legt den Ball ab für Torrejón und der Ball ist nicht drin. Leeres Tor. Der Ball wurde in letzter Sekunde geblockt. Sieht man hier nicht ganz gut, vielleicht ein bisschen, aber sieht man dann gleich, weil wir eine Ecke haben. Und auch diese Ecke wird gefährlich. Moses Simon und der Ball kommt in die Mitte und Kopfballchance geblockt. Wieder leeres Tor. Und Kempf scheitert am Keeper. Also unsere beiden Innenverteidiger mit dicken Chancen auf die Führung direkt mal in Überzahl wollten wir natürlich dieses Spiel auch gewinnen und den 5. Sieg in Folge einfahren. Dann nochmal Brücker. Brücker gegen alle Brücker in Pfosten und was zum Teufel passiert hier? Was macht da Schwolloff? Was macht da Kempf? Obina trifft zum 1 zu 0 in Unterzahl für Duisburg. Ich habe natürlich alles nach vorne geworfen in diesem Moment. Ich wollte gewinnen, diese Partie und nicht nur unentschieden spielen. Und stattdessen tanzt einer der Spieler da meine komplette Abwehr aus und Duisburg erhöht in Unterzahl auf 2 zu 0. Ja, 4 Siege in Folge und dann gehen wir 45 Minuten lang gegen Duisburg in Überzahl. Hier 2-0 in Rückstand, fast noch das 3 zu 0. Und ja, ihr seht schon, wie viele Spieler von mir ganz vorne sind. Nächste Gelegenheit. Simon scheitert am Keeper. Nochmal eine Chance. 87. Minute. Nochmal Moses Simon, der sich hier diesmal gut durchsetzt. Abschluss. Tor 2 zu 1. Nächster Treffer für Simon.
Aber ihr wisst, es ist dann ganz, ganz schwer, jetzt nochmal den Ball vom Gegner zu kriegen. Aber dann kommt der Fehler und dann ist die Chance da. Lorenzen und völlig frei. Vincenzo Grifo. Oh, ganz, ganz bitteres Ding. Der muss natürlich sitzen in Überzahl. Verlieren wir gegen beim MSV Duisburg. Und unsere schöne Siegesserie ist fürs Erste gestoppt. Zweite Niederlage in der Saison. Und ja, was glaubt ihr denn? Wo landen wir am Ende? Werden wir aufsteigen? Werden wir Erster oder werden wir gar nicht aufsteigen? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Bewerten bitte nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.